So, wo geht es jetzt eigentlich lang zur Brücke? Müssen wir schauen, ob wir hier richtig sind. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Hier müssten wir irgendwo richtig sein. Da geht es zur Hyperschlafkammer. Da waren wir hergekommen. Schlafkabine. Da konnten wir speichern und machen. Luftschleuse. Kombüse. Brücke müssen wir. Also links lang. So. Dann gehen wir durch die Kombüse mal durch. Kann man auch irgendwie rennen, wenn ich eine L-Taste drücke? Funktioniert nicht. Wenn ich X gedrückt halte, geht auch nicht. Lernen wir wahrscheinlich also noch, wie man rennt. So, dann gehen wir mal zur Brücke vor. Und dann werden wir mehr erfahren, was als nächstes zu tun ist. Hallo. Ach, wir müssen wahrscheinlich dann nach oben kommen. Hallo? Hallo? Was? Möchte nicht mit mir sprechen oder was? Müssen wir da vorgehen? Interessant. Uiuiui, da draußen sehen wir das All. Ich kann irgendwo die Silvastro sehen. Da vorne ist eine Sonne. Die sieht schon sehr cool aus. Boah, von hier sieht man vielleicht noch mehr. Eieiei, ah, da ist ein Planet. Und die Sonne, das hat schon was. Schöne Lichteffekte auch. Können wir uns hier daneben hocken oder so? Nee. Was ist jetzt mit der Einsatzbesprechung? Hallo? ich bin doch jetzt hier, oder nicht? Begeben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Ich bin noch bei der Brücke. Wollen die mich verkackeiern? Wo geht's hier rein? Oh Gott, das sieht mir sehr technisch aus. Hallo, ich bin auf der Brücke. Kann losgehen, ich bin bereit. Ist das ein Bug oder was? Hallo? Einsatzbesprechung bitte. Muss ich hier was drücken? Okay, okay. Nö. Hallöchen. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Meine Güte. Mach Einsatzbesprechung. Haben den ganzen Tag Zeit. Na, ja, passiert nichts. Ist ja nervenaufreibend. Komm, ich setze mich hier hin. Geht nicht, ich kann mich nicht setzen. Ich kann nicht kommen, ich kann nicht quatschen, ich kann nicht setzen. Hallo. Oh, du hast aber schöne Instrumente. Hey, was ist jetzt mit der Einsatzbesprechung? Meine Güte, soll ich wieder rausgehen, wieder reinkommen? Ich geh nochmal raus, Moment. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Vielleicht sollte ich auch erstmal irgendwie speichern. Moment, wo konnte ich hier speichern? Nimm, 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 nimm. Nimm, nimm, wo gab's denn den Speichergerät? Moment, das... Hä, war das nicht auch was zum Speichern? Nein, das war so ein Terminal-Computer. Moment, da muss ich noch vor und dann links. Ah, okay. Moment, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen, ich kann nichts drücken. Nichts drücken, nichts rennen. Moment, ich gehe mal hier rein. Ich glaube, hier war das. Und ich speichere einfach mal. So. Schups. Wo kann ich speichern? An dem Ding, ne? Emergency. Spiel speichern. Gut. Schieben wir die Karte rein. Dauert aber. Wollen Sie den aktuellen Spielstand wirklich beschreiben? Freilich. Blip, blip, blip. Bitte warten. So, Spiel gespeichert. Schönes Ding. Und jetzt gehen wir nochmal vor zur Einsatzbesprechung. Boah, wenn das jetzt nicht geht, hey, ich rast aus. Oh, falsche Richtung. Links rum. Eieiei, sehr verwirrend, sehr verwirrend. Hier verlaufe ich mich noch irgendwann. Ich glaube, war ich jetzt richtig? Kombüse, vor Einsatzbesprechung. Erkunden Sie die Torrens, erkunden Sie das Schiff, bevor Sie auf Sevastopol ankommen. Begeben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Ja. Ich meine, ich habe die Torrens jetzt erkundet, oder? Wir haben die Hyperschlafkammer gesehen, wir waren da oben, wir waren da hinten, wir waren da unten. Wir waren eigentlich überall. Was? Komisch. Gab gerade so ein komisches Geräusch hier. Nicht, dass es jetzt schon losgeht. So, jetzt gehen wir nochmal da rein und dann gucken wir mal, ob jetzt die Einsatzbesprechung vielleicht mal losgehen würde. Ich meine, wir haben uns jetzt alle hierher bequemt. So, hallo, ich bin bereit. Was geht? Hallo!
Meine Güte. Wieso kann man hier nichts machen? Ich glaube, das ist ein Bug. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Bug, den wieder nur ich habe. Ach. Ach. Ach, 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 ach. So, Leute, dann habe ich keine Ahnung. Dann Spielladen machen wir mal. Aktuellen Speicherstand laden. Speicherstand 2 im vorigen Speicherstand laden. Torrents. Laden wir mal den aktuellen. Abbrechen geht verloren. Jawohl. So. Und wenn der nicht funktioniert, müssen wir nämlich den davor laden. Bitte warten. So. Okay, hier hatten wir gespeichert. Geben Sie sich zur Einrichtung Ziel aktualisiert zur Brücke. Genau. Okay. So, links rum. Jetzt kenne ich den Weg. Rechts. Ach, guck mal, da läuft er hier doch. Der Samuel, da läuft er. Na, nach Ihnen, Samuel. Nach Ihnen. Men's First in diesem Fall. Also bin ich jetzt gespannt, ob es jetzt funktioniert. Kann eigentlich nur irgendwie ein Bug im Laden gewesen sein oder sonst was. So, jetzt sind wir alle da. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Jawohl. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihr Einsatzdokument ein. So, wo ist mein Einsatzdokument? Bestimmt hier auf dem Tisch liegt es. Na, freilich, da, wo sie die ganze Zeit davor stand. Holen wir mal ab. Erwacht. Errungenschaft freigeschaltet. Ah, das ist also die Sevastopol. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Hä? Steht man ja gar nicht. Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Warum kann sich die Torrens eigentlich nur 24 Stunden da halten? Geht der Sprit aus, oder was? Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Gut, du gut. Jetzt würde ich spätestens umdrehen. Samuel!
Herr Jemine. Natürlich müssen wir wieder alleine sein. Vermeiden Sie Konflikte oder stellen Sie zumindest sicher, dass Sie genügend Munition für einen Kampf haben. Persönliche Logs und Audioaufzeichnungen geben Ihnen Einsicht in das Leben auf der Station. Da ist es automatische Speichern. Eieiei, sie sehen ja schon ganz ramponiert aus. Ach, Herr Jemine. Und diese Sicht behalten wir auch bei. Wow. Okay, diese leicht verschwommene Sicht auch noch. Eieiei. Ist jetzt sehr cool. Suchen Sie Hilfe. Vor allem, wenn man sich bewegt, links und rechts, diese Verschwimmungen ab und zu, diese Verwischungen, die einen noch zusätzlich irritieren. Freilich, freilich. Umziehen, ach, Gott sei Dank. Aber nicht einen neuen Anzug, oder? Hoffentlich kriege ich klare Sicht hier. Jawohl. So, der Anzug ist abgelegt. Jetzt haben wir hier schöne Sicht. Wir müssen Hilfe suchen. Muss es so stockfinster sein? Notfallluftschleuse. Gut, wir sehen natürlich auch noch nicht. Haben keine Map, wo wir hin sollen. Hin müssen. An Registrierungspunkt können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Ah. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Das ist gut. Die Technik kenne ich nicht. Was? Sensor 1 einsammeln? Oh, okay, können wir brauchen einen Sensor? So, Emergency. Das ist immer gut. Ich rufe immer die Emergency an. Bim, bim. Spielstand überschreiben. Jawohl. Speichere mal auf Kassette. Wie man es früher halt gemacht hat. So, das ist ein Speicherpunkt. Wir müssen erst alles erkunden hier. Wir haben keine Map und nix. Okay, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Oh, da geht's aber rein. Ging es da hinten auch lang? Da hinten geht es auch lang. Na, fangen wir mal mit links an hier. Ja. Der Orbitalstabilisatoren. Okay. Jetzt haben wir schon mal das hier erkundet. Oh mein Gott, es geht schon los. Warum muss es immer so erschreckend losgehen? Das ist nicht lustig. Ja, an dieser Stelle breche ich mal das Let's Play ab. War schön. Das muss ich meinen Nerven nicht geben. Tschüss. Eigentlich wäre das ja was Schönes mit Facecam, ne? Fällt mir jetzt ein. Naja, aber ich spiele hier im Dunkeln. Wenn ihr unbedingt mal Facecam wollt. Wenn ihr das unbedingt wollt oder so, dann könnt ihr ja noch Bescheid geben. Das ist jetzt nur die erste kleine Aufnahme hier, die ich mache. Komm, mach den Popo auf hier. Ich will durchklettern. Ach, Jemine. Müssen wir durch das Schiffsrektum klettern hier? Ah, Gott sei Dank ist alles beleuchtet. Mach das Licht an. Da ist rot. Da ist aber auch ein Ventilator. Da können wir sowieso nicht durch. Schöne Lichteffekte. So, dann gehen wir mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ach, durch das nächste Rektum. Freilich. Ach, Herr Jemine. Kriecht die jetzt noch, oder was? Oh, hier können wir Kreis drücken. Da haben wir sowas wie eine Schnellauswahl. Oder was ist das?
Ich kann nicht wieder aufstehen. Hallo? Krieche ich eigentlich noch? Die kriecht doch noch. Hallo, wie steht sie wieder auf? Ah, ich muss den rechten Stick drücken. Ah. Okay. Besser als hier rumkriechen durch die Botanik. Employees only. Employee Lounge. Space Flight Control. Control klingt schon mal gut. Kommen wir aber nicht durch. Ist geschlossen. Gott, das sieht auch sehr kaputt aus. Ich glaube, hier können wir drüber klettern. Okay. Das funktioniert auch. Was haben wir hier? Anmelden, auf Terminal zugreifen. Vielleicht gibt es irgendeine Nachricht oder sowas, die wichtig sein könnte. Savastolink. So, Ordner fehlerhaft. Da haben wir keinen Zugriff drauf. Halt! Nein, nicht abmelden. Meld dich an. Meld dich an. Ich wollte noch die anderen Ordner durchschauen. Freigegeben. Stilllegung. Das ist das Einzigste. An Maschinenraum. Antwort Stilllegung. Also Jungs und Mädels. Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Postierungen sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zum Marshall Waits. Okay. So, weiter runter scrollen können wir nicht. Dann war es das anscheinend mit der Nachricht schon. Oh, was haben wir hier? Schrott. 15 Schrottteile. Schrott ist immer nützlich. Wir sammeln Schrott ein. Wir können was aus Schrott machen. Daraus basteln wir uns ein neues Smartphone. Oh, jetzt klettern wir mal ein bisschen. Hui. Eieiei. Wow. Ach du Heiliger. Au. Au. Meine Fresse. Ach. Kriegt man hier schon einen halben Herzkoller, nur wenn man irgendwo runterfällt? Flucht nochmal. Das gibt's doch nicht. Und hoch komme ich hier mit Sicherheit nicht mehr. Nope. Ach, Herr Jemini, Mini. Diese Spielehersteller, was die sich dabei denken, Leuchtfackel. Das wird helfen. Okay, halten zum Öffnen des Inventarrades und LS zum Auswählen. Da ist die Leuchtfackel. So, und drücken zum Aktivieren. Sehr schön, ich hoffe... Oh. Ich hoffe, die hält wenigstens eine Weile. Oh Gott, wieso wackelt denn hier alles so? Ich glaube, ich muss hier durchkriechen. Ach, wir sind in der Gepäckstation angelangt. LT-Zielen halten, platzieren... Ah. Feuern mit RT. Halten, platzieren. Was heißt das?